Mir war noch keinen einzigen Tag langweilig in meinem Job. Ich habe viel mit Unternehmen zu tun, kann spannende Einblicke gewinnen, quer durch die Branchen, und ich kann meine persönlichen Ideen und auch das einbringen, was ich für wichtig halte. Wir arbeiten sehr viel in Standortthemen. Das kann Infrastruktur sein, Betriebsflächenmanagement, aber auch Fachkräftemangel, Lehrlinge. Und wir arbeiten viel in Projekten und mit Netzwerkpartnern. Und da versuchen wir immer, unsere Firmen weiterzubringen, die Voraussetzungen zu verbessern, damit die Wirtschaftsregion Linz-Land weiter florieren kann. Ich habe Herausforderungen sehr gerne und auch Überraschungen, aber auf welche, die ich gerne verzichtet hätte, waren zum Beispiel die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 mit den Folgen für die Wirtschaft und auch das Hochwasser zuletzt 2013. Tradition, Veränderungswille und Karriere- und Chancenmöglichkeiten. Vor 22 Jahren habe ich in der Wirtschaftskammer Oberösterreich begonnen, damals als Referentin für die Bereiche Frauen der Wirtschaft, junge Wirtschaft. Nach 6 Jahren bin ich dann gewechselt in die Abteilung Wirtschaftspolitik und Außenhandel, wo ich wieder 2 Jahre später die Leitung vom Exportcenter Oberösterreich übernommen habe. Und 2008 habe ich dann die Leitung der Bezirksstelle Linz-Land übernommen, und seitdem bin ich in dem Job, der mich sehr freut. Für Bewerberinnen würde ich sagen, traut euch was, vor allem traut euch was zu und sagt vor allem, was ihr wollt, weil sonst bekommt ihr es sicher nicht.